Was geht? Morgen ist es soweit. Die Vanguard Integration steht an und Season 1 kommt auch gleichzeitig raus für Vanguard und Warzone. Und ja, ich möchte mal einfach ein Video darüber machen, was so alles dazu kommt. Denn irgendwie morgen werde ich das nicht schaffen, weil die irgendwie auf die Idee gekommen sind, das einfach um 18 Uhr freizuschalten. Und das ist halt einfach für mich nicht machbar so. Es war viel geiler früher, als es irgendwie 8 Uhr morgens draußen war, da konnte man das einfach chillig aufnehmen und cutten, aber ja, jetzt muss ich das halt hier so machen. Auf jeden Fall, wir reden darüber in diesem Video, was so in Vanguard passiert, beziehungsweise man konnte, ein paar YouTuber konnten nämlich schon die neue Vanguard-Map spielen, da will ich meine Meinung zum Besten geben von dem, was ich gesehen habe. Und ja, des Weiteren möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, was so alles in Vanguard und in Warzone dazu kommt mit der neuen Season. Und ich bin schon wieder in dieser Unschleife, geile Sache, Rhetorik 1+, und oh. Auf jeden Fall, währenddessen ich darüber rede, spielen wir Vanguard. Die sind auf die brillante Idee gekommen, alles, was wir praktisch für den Multiplayer in Season 1 bekommen, jetzt schon für das private Spiel freizuschalten. Deswegen, ich zeige euch die neuen Maps, die neuen Waffen, die neue Granate, die neuen Perks und Punkt. Aber ja, wir fangen erstmal mit Warzone an, laber nicht weiter drum rum, wir gehen direkt ins Game. Bis gleich. Ciao, abonniert den Kanal, lasst ein Like da. So, wir sind hier auf Radar, dem Dome Remake, also der MW2-Karte, und ja. Ich will mal an der Stelle noch, bevor wir zur ganzen Warzone-Geschichte kommen, einfach mal nur erwähnen, dass ich es geil finde, dass wir mal wieder ein Remake haben, das optisch stark verändert worden ist. Ich meine, es war eigentlich vor Black Ops 4 eigentlich meist üblich, dass wenn man schon Sachen, Maps remake, dass man sie zumindest stark anpasst. Und also ich muss ehrlich sagen, diese Map ist so stark angepasst, ich erkenne die teilweise nicht wieder. Ich habe hier und da die komme ich in die Situation und denke mir so, hä, sicher, dass das so in Dome war? Sicher? Denn eine Minute später, ah ja, stimmt doch, das war so. Das sieht nur so extrem anders aus. Und ja, an sich, die Map ist geil. Die Waffe ist eigentlich auch recht stabil. Und ja, also, eine neue Map kommt morgen für Warzone raus. Caldera heißt sie. Ja, so in der Art. Und was soll ich sagen eigentlich? Ich finde es schon mal an und für sich geil, dass diese Map Farbe besitzt. Wenn man auf dieser Map rumläuft, ist man, wenn man fertig ist, zumindest nicht irgendwie so depressiv, dass man Antidepressiva nehmen muss. So, ich meine ganz ehrlich, so läufst du einmal durch Verdansk durch, siehst du nur schwarz-weiß und ja, hast irgendwie Bock, Schlaftabletten zu dir zu nehmen. Auf jeden Fall, das ist schon mal richtig geil. Dann, was ich noch so von den YouTubern gehört habe, es gab ja schon YouTuber, die schon Gameplays und so hochladen durften. Diese Map soll etwas aggressiver gebaut sein. Also sie soll nicht mehr so camperfreundlich wie Verdansk sein. Und ein Faktor, der etwas untergegangen ist, aber zumindest das, was ich so wahrgenommen habe, man kann vernünftig klettern. Also, ihr kennt es ja bestimmt in Verdansk, wenn man da irgendwie, ich weiß nicht, einfach so bei diesen Klippen da versucht hochzulaufen, so, man, nee, das funktioniert nicht. Das sind so seltsame Kanten, man muss irgendwie seltsam springen im richtigen Moment, irgendwas machen, und mit etwas Glück macht das Spiel das, was man will. Und das ist halt extrem nervig, und in Caldera soll das wesentlich besser gelöst sein. Also dort soll es wesentlich besser definierte Kanten geben, dass man auch direkt weiß, wo man drauf kann und wo nicht. Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie oft und wie nervig das ist. So oft bin ich einfach gestorben, weil ich einfach irgendwie auf eine Kante gesprungen bin. Geglaubt habe, dass ich da irgendwie mich korrekt bewegen könnte, aber am Ende halt es nicht gepinnt bekommen habe. Das nächste ist, die haben die Multiplayer-Tarnungen verbessert. Also die haben, es gibt ja die 40 Waffen, die man ja jetzt in Vanguard hat. Die wird es selbstverständlich auch alle in Warzone geben.
Und die sehen halt alle krank aus. Also die sehen noch geiler aus als schon in Warzone. Also ich weiß nicht. Das ist cool. Sie sehen geiler aus als in Vanguard. Ich hoffe, ich habe das so gesagt. Also sie sehen in Warzone geiler aus als in Vanguard. Und was ich auch noch richtig gut finde, also zumindest berufe ich mich hier auf Erzählungen von J-God, dass diese Geschichte mit den 10 Aufsätzen nicht so overpowered sein soll. Also man hat wahrscheinlich, also die Grundwaffen sollen von den Stats her gleich sein wie im Multiplayer, aber halt man hat die Aufsätze etwas angepasst, damit halt das nicht so overpowered wird, weil ganz ehrlich, wenn das jetzt wirklich so wäre wie 1 zu 1 im Multiplayer, dann ja, würde es keinen Sinn machen mehr hier irgendwie MW-Waffen oder Cold War-Waffen zu spielen. Was Tolles, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte echt die Befürchtung, dass man einfach im Grunde genommen von Null anfängt, weil alles andere keinen Sinn macht zu spielen. Ja, und jetzt mal zu den negativen Sachen. Mal wieder gibt es keine Zombie-Tarnungen. Also wir werden wahrscheinlich wieder bis Ende Vanguard warten müssen, bis sie die Zombie-Tarnungen hinzufügen. Und ich kann es echt nicht nachvollziehen. Ich meine, bei Cold War konnte ich es ja irgendwie noch verstehen. Ich meine, das ist ein anderes Spiel, das muss in die neue Engine übersetzt werden. Aber ich meine, das ist die Engine. Das ist straight up die gleiche Engine. Und trotzdem schaffen sie es nicht, diese Zombie-Tarnungen ins Spiel zu bringen. Ja. Ich weiß nicht warum. Und dann das Letzte, was so wirklich auf meinem Blatt steht, für was mich etwas enttäuscht hat, ist, es bleibt alles beim Alten im Grunde. Die Engine wird nicht verbessert. Also MW bleibt immer noch das Hauptspiel, was ihr fürs Spiel braucht. Also es wird hier keine eigene Anwendung oder so geben. Ist richtig schade, wollte ich sagen. Einfach nur, weil, ganz ehrlich, das ist halt unnötiger Speicherplatz. So, Modern Warfare und Warzone sind nämlich gar nicht mal so getrennt, wie man denkt. Also es gab neulich paar Dataminer, die haben am Spiel ein bisschen rumgespielt und die konnten halt in einer Installation, wo nur Warzone heruntergeladen war, praktisch auf MW-Multiplayer-Maps spielen. Also nicht alle, aber ein paar waren, also ja, ein paar waren schon drin. Was ich halt, ja, ist halt schlecht für den Speicherplatz, weil ganz ehrlich, das Thema MW ist für mich durch. Ich werde MW wahrscheinlich nie wieder spielen. Warum muss ich dann jetzt noch Shipment von MW noch installiert haben? Das ist, ja, absolut nicht akzeptabel, finde ich. Und ja, was ich auch gut finde, es gibt ja Vanguard Royale und das normale Battle Royale. Vanguard Royale ist im Grunde Battle Royale, bloß halt nur Vanguard-Zeug. Also ihr könnt, was weiß ich, keine Heartbeat-Sensoren und so reinbringen. Ihr könnt keine MW-Waffen und so mit reinbringen. Das ist richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Das ist super. Vor allen Dingen gibt das neueren Spielern eine Chance aufzuholen, weil ganz ehrlich so, ich meine, für mich ist das hier alles kein Problem. Ich habe so ziemlich jede Cold War Waffe, zumindest alle relevanten Waffen auf Dark Meta. Und gleiches gilt für die Vanguard Waffen. Ich habe die alle, auch alle relevanten auf Damaskus. Also ich habe die Waffen durchgespielt. Für mich wäre das kein Problem, aber für neuere Spieler ist es halt extrem schlimm, wenn halt alle Leute schon mit dem Besten vom Besten rumlaufen, während du halt gar nichts hast. Deswegen so ein Modus, in dem man nur halt Vanguard-Waffen verwenden kann, das ist dann deutlich akzeptabler und besser. Ich werde wahrscheinlich auch, na, da weißt du, das Ding ist, in diesem Modus könnt ihr halt auch mit Flugzeugen und so spielen und das finde ich, das fühle ich ehrlich gesagt nicht so. Also Pro, keine Herzschlagsensoren und so. Contra, seltsame Flugzeuge und so. Das ist wahrscheinlich eher so ein Modus, den spielt man halt einfach nur, wenn man ein bisschen kurze, fast-paced Action haben will. Ja, aber sonst, das war's eigentlich so. Ich meine, sonst groß was Neues ist nichts, gibt's eigentlich keine Infos. Also irgendwie, wir kriegen zwar neue Operator und wir wissen auch, wie die
Level 100 Operator und so aus, wie der Level 100 Operator aussieht. Das ist der Typ, den ihr immer seht, wenn ihr Warzone oder Vanguard startet. Aber sonst so. Das Einzige, was vielleicht noch so erwähnenswert ist, was Warzone und Vanguard betrifft, wir wissen ungefähr, in welche Richtung die Skins gehen, die es ja bald geben wird, weil man kann ja da jetzt auch ein paar schon in Vanguard aufrufen oder zumindest halt zumindest sehen. Und ich will, also die sehen komplett futuristisch, also manche sehen futuristisch aus, manche sehen auch allgemein abgedreht aus, und da will ich an der Stelle einfach mal appreciaten, dass, oder halt wertschätzen, dass man von Anfang an sich auf einen Stil geeinigt hat und den auch konsequent durchgezogen hat. Also in MW am Anfang so, yeah, voll realistisch, und dann am Ende haben die einfach so Katzen-Operator und so hinzugefügt. In Vanguard sind die direkt reingegangen, ey, wir machen ein Spiel, sieht nach Zweiten Weltkrieg aus, aber auf Realismus, das juckt uns gar nicht. Finde ich schon mal schön, also schön, dass sie eine Konstante, dass die halt konstant sind, ja. Und ja, wir gehen mal direkt rüber zu dem ganzen Vanguard-Zeug. Wir spielen dann die andere Map mit dieser Sniper, die hinzugekommen ist. Und ja, let's go! Gott. Ich finde diese Waffe mega hässlich. Ich meine, guck mal, das sieht so aus, als würde der Lauf vorne einfach zusammengepresst werden. Das ist so eine M82-like-Waffe oder Beretta. Waffe, die halt extrem langsam ist, semi-automatisch ist, aber immerhin im Gegensatz zur M82 relativ zuverlässig One-Hits gibt. Irgendwie die M82, das Ding war halt so schlecht. Ja, also, es gibt zwei neue Perks in Vanguard. Zum einen, wie heißt das? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das heißt. Auf jeden Fall dieses Perk, was ihr in der Kategorie 1 findet, wird im Grunde genommen dafür sorgen, dass ihr, während ihr sprintet und so, weniger Damage kassiert. Und ich bin mir echt nicht sicher, was ich davon halten soll. Zum einen ist es geil, weil so Rushen gefördert wird. So, ihr könnt sprinten, ihr müsst nicht so ängstlich sein, wenn ihr um Ecken sprintet und so. An und für sich geile Sache. Andererseits aber, keine Ahnung, ich finde schon, dass man zumindest mal ein bisschen darüber nachdenken sollte, wohin man sprintet, so. Ich meine, ganz ehrlich, so, wenn ich jetzt wie ein Bekloppter auf das Haus zum Beispiel durch jede Ecke sprinte, ja, dann bringt's halt, das ist halt auch dumm. Also ich finde schon, dass man zumindest ein bisschen Taktik und so im Spiel haben sollte. Das zweite Perk, was es gibt, und ich suche hier gerade verzweifelt die Gegner. Ne? Ja. Auf jeden Fall das zweite Perk, da weiß ich sogar den Namen tatsächlich, das heißt Intuition, oder das Perk heißt Intuition, das war jetzt nicht unbedingt ein deutscher Satz. Auf jeden Fall, dieses Perk sorgt dafür, dass ihr eine kleine Anzeige bekommt, wenn Gegner um euch herum sind. Das ist tatsächlich auch kein neues Perk, das gab's schon mal. Also ihr habt gerade gesehen, ganz kurz, das Weiße da am Rand, das ist dieses Perk im Grunde genommen. Da bin ich kein Freund von. Das gab es in Black Ops 3, in Black Ops 4 glaub auch noch. Auf jeden Fall, ich bin kein Freund davon, so. Habt eine UAV, achtet aufs Radar, so dass alles, also eine UAV zu bekommen, da muss man irgendwas dafür können. Ihr seht gerade das Katana, was es auch gibt. Verdammt. Ja, ich bin kein Freund davon, dass man vom Spiel einfach irgendwelche Informationen geschenkt bekommt. Und das zweite, was sie hinzugefügt haben, wovon ich kein Freund bin, sie haben eine neue Granate hinzugefügt. Nämlich das Ding hier. Im Grunde genommen, ich weiß nicht, weißer Phosphor als Granate. Also, es reicht ja nicht, dass wir Molotov-Cocktails haben, die im Alleingang es schaffen, und danke, dass wieder jeder Bot mit Shotgun rumläuft. Wir Molotov-Cocktails haben, die im Alleingang dafür sorgen, dass ein kompletter Haus in Brand steht. Ein kompletter Raum in Brand steht. Ja doch, das war ein deutscher Satz. Hat sich seltsam angehört. Wir haben es Thermitgranaten, die
praktisch für 15 Sekunden oder so ein komplettes Objective de facto zumachen können. Wir haben Gasgranaten, die mindestens genauso nerven wie der Molotov-Cocktail. Und das Ding ist halt einfach so eine Fusion von allen drei. Also das wird auch shit mit uns so richtig Spaß machen. Ja, was sie dann auch noch verändert haben in Vanguard, tatsächlich das Freelane Rifle. Das war diese Sniper, bei der man, um sie auf Gold zu spielen, 100 blutrünstig machen musste. Das haben die verändert. Jetzt muss man statt 100 blutrünstig überraschenderweise 100 geduckte Kills machen. Finde ich gut. Ich als Sniper-Noob kann so diese Waffe im Grunde relativ simpel auf Gold spielen. Ja. Ich persönlich würde mich noch freuen, wenn man es für alle anderen Sniper macht, aber ich denke, das wird den Grind ein bisschen kaputt machen. So. Irgendwie, einerseits sind die Sniper für mich immer der Albtraum, aber andererseits, es gehört irgendwie dazu, finde ich. Es wurden auch ein paar Bugs gefixt, tatsächlich. Ein paar Out-of-the-Map-Glitches. Es wurden auch die Shotguns angeblich genervt. Also Bucket Slug zum Beispiel soll jetzt nicht mehr so consistent sein und nicht mehr dafür sorgen, dass man irgendwie Ich weiß nicht, mir fehlen halt die Worte, wie das halt teilweise sein kann, dass du irgendwie durch die Map sprintest, einmal kurz abdrückst aus der Hüfte und ungefähr getroffen hast und das dann halt durchgeht. So kann ich mir nicht erklären, wie das passieren konnte. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es wurden nicht, weißt du, zum Beispiel, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es wurden Bugs gefixt, was toll ist, aber es wurden nicht Bugs gefixt, die halt wirklich wichtig sind. Also zum Beispiel, immer noch kann ich das STG und die M1 Garand nicht auf Gold spielen. Ja, die Challenge trackt nicht. Immer noch. Und das Spiel ist jetzt schon fast einen Monat draußen. Also, ja. Das will ich einmal sehen, wie das aussieht. Ob man da irgendwo eine... Achso, da. Da. So sieht keine V2-Rakete aus. Ja, also was soll ich sagen? Dome ist halt Dome. Und die andere Map, also die Map, die wir hier gerade gespielt haben, Paradise heißt sie, ist auch eigentlich recht solide. Und was ich ganz vergessen habe tatsächlich, es kommt ein neuer alter Modus zurück, nämlich Control aus Black Ops 4. Und das war eigentlich fast so alles, was erwähnenswert war. Wie gesagt, es gibt nicht viel Neues. Wir wussten viele Sachen. Wir wussten, dass was ungefähr in Warzone passieren wird. Wir wussten, was ungefähr zu Vanguard kommen wird. So, ja. Besonders viel zu sagen gibt's nicht und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und bis zum nächsten Video. Euer Jace. Ciao.